Moin Leute und willkommen zu Dota Underlords mit mir Sateklon und ja, der Mission wieder Level Up zu gehen. Ich bin selbst gespannt, ob das so funktionieren wird oder nicht. Jetzt muss ich irgendwie auf irgendwas gehen, was ich so bisher vielleicht noch gar nicht gemacht habe. Also, das könnte ja schon mal in die richtige Richtung gehen. Wild vielleicht? Wild wäre auch noch eine Idee, ne? Ja, wild wäre auch noch eine Idee. Ich dachte schon, hey, was? Ist er jetzt einfach verpufft und er war tot oder was? Was soll denn der Käse? Ja, Bewegungstempo. Ja, mein Lieblingsitem muss ich doch nehmen. Also ist doch klar. Das ist ein Level-1-Item, aber es ist so gut. Magieresistenz ist etwas, was immer gut ist. Und Lebensregeneration macht die Einheit sogar noch tankiger. Also das ist einfach... Wenn du eine Tank-Einheit hast, ist das halt einfach super, das Ding. Also ich mag das Item so total. Oh Mann. So, das war dann jetzt auch kein Problem. Meine Macht wächst. Warte mal, kann ich auch. So. Angriffstempo wäre für Assassinen ja sowieso immer was Gutes, ne? Das ist zwar ganz... Das ist eigentlich viel besser. Leider. Mann. Weil mehr Item-Auswahl macht einen einfach ein flexibler in dem... Oh ja, moin. Und ich wollte auf Wild gehen, hallo. Also das war jetzt eine Ansage, muss ich sagen. Direkt Stufe 2 Stoßzahl, ja moin. So. Ja. Ich glaube, wenn der Venomat halt ein höheres Tier ist, also wenn er einfach mehr eine höhere Stufe hat, dann sind seine Minions auch echt gut in der Aufstellung allgemein. Kann ich mir gut vorstellen. Also wenn man den unterbekommt, also so Minions beschwören, ich habe es ja schon mal erwähnt, ist eigentlich immer was Gutes. Also von daher nicht schlecht. Okay, Angriffsschaden oder Mana durch erlittenen Schaden. Ja, Angriffsschaden. Hier, komm. Kann ich das wenigstens meinen Assassinen geben? Immerhin etwas. Eigentlich brauche ich davon alles nichts. Oder vielleicht doch? Nee. Pom, pom, pom. Und keine Tür mehr, wo ich's. Das ist ein bisschen falsch geschrieben, leider. Maitralala eigentlich und nicht Talala. Es könnte auch Talala sein, aber eigentlich dürfte es nicht Talala sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der Günther? Irgendwas mit Günther. Der Komponist. Ich denke, ihr wisst, was es ist für ein Lied. Ist ja so ein relativ bekanntes Meme, glaube ich, geworden, ne? Ja, ist schon klar. 6 Gold. Ja, moin. Und, oh Mensch, Venomat sieht echt cool aus auf 2. Muss man sagen. Das ist ganz nice. Ich reroll lieber und guck, ob ich hier was... Ja. Passt viel besser. Passt einfach viel besser. Soll ich Axt nehmen und dann... Ja, das könnte ich machen eigentlich, ne? Überlege ich mir mal, ob ich den noch mit reinnehme. Allein durch den Wildbonus, der gilt ja ab... Sein finaler Bonus ist ab 6 Leuten. Das heißt, ich könnte noch 4 Leute bonustechnisch draufstellen. Wobei 2 davon Assassinen sind, einer davon ist wild. Das heißt nur Königin der Pein wäre noch, das wäre dann 7, wäre 8 und dann Moloch oder sowas wäre dann Einheit 10. Oh, was passiert hier denn? Ja, moin.
Gut, aber das war jetzt. Jetzt wurde ich von Minions kaputt gemacht. Ja, null Schaden. Yay! Aber immerhin eine Niederlage, so ist es halt, ne? Minions gelten halt nicht mehr als Einheiten. Das ist ganz gut. Nee, brauche ich nicht, ne? Brauche ich nicht wegen einsamen Druiden. Weil der ist ja wild und so. Ne? I need no kingdoms. All that I see is mine. Aha. Gut, dann wenn du das sagst. Wenn du das sagst, meine Hübsche, sag ich mal. Die Königin der Palmen. Also, weiß ich nicht. Arrogantester Charakter in Dota Underlords? Ich weiß ja nicht, aber wahrscheinlich schon. Und das ist schon schwierig, weil es halt ein paar Dämonen gibt, ne? Und das wird hier jetzt ein sauberer Abend. Klein würde jetzt auch kein Problem mehr sein, er wird aber komplett weggeschlitzt. Ja. Wunderbar. Axt, ja, also das ist jetzt, denke ich, klar, worauf, dass ich den nehmen sollte. Mensch, Mensch, Mensch. So, Stoßzahn hat noch wer anders, habe ich jetzt gerade, und Axt hat auch noch wer anders, okay. Und Königin der Pein hat auch noch wer anders, ja, super toll. Und das sind alles drei unterschiedliche Leute, ah, verdammt. Das wird wieder so ein Einheitenlack, entweder oder halt nicht, dann, ne, mal schauen. Und da sind viele Assassinen drin, also drei Stück. Ist ja für den Anfang ist das schon mal echt gut. Und halt Stoßzahn, ne? Das ist meiner. Den will ich haben. Und den will ich auch haben. Nein! Ja, gut. Bisschen Damage jetzt am Anfang direkt. Nein, ja, ist da nix. Das ist ja nix. Ja, und Axt ist dann zum Tanken da, ist, denke ich, aber auch klar. Gemeinsam mit Moloch, dann habe ich auch einen Stämmig-Bonus voll und den Krieger-Bonus, also da ist ein bisschen Spiel drin. Gut. Ja, also das ist, denke ich, eindeutig jetzt hier. Hallo, also was, also, wenn ich den jetzt nicht genommen hätte, das wäre ja übelst dumm gewesen. So, Königin der Pein draufstellen schon, oder Axt, erstmal Axt draufstellen und dann Lykan. Ach nein, Lykan kann ich nicht mehr kaufen, verdammt. Schade. Da muss ich mir den leider safen. Ja, Dämonen und Assassinen. Okay. Ja, gut, okay. Ja, Königin der Pein halt, ne? Die Assassinen auch voll macht. Ja, okay, das tut weh. Das ist jetzt bitter. Das ist auch viel Damage, auch für den Anfang. Ja. 7 Damage, eieiei. Und das schon so früh. Damit komme ich ins untere Mittelfeld, oder? Oder ins normale Mittelfeld. Das ist jetzt ein bisschen schwierig so zu sehen. Hm? Da kämpfen noch zwei. Also ja, ein paar. Ja, müsste hinkommen. Ja, ja, Mittelfeld. Hm? Okay. Auf 1, ne? Der ist davon schon auf 2 Stoßzahlen, aber den will ich nicht verkaufen, weil den hat jemand anders. Das heißt, eigentlich müsste ich aufs Level abgehen, mir sie dann holen, weil ich dann wen raufstelle. Ist nur Frage, wen. Oder lasse ich es einfach? Ja, ich könnte es einfach lassen. Der tankt zu viel. Das ist ein Problem. Der Touchmatralala, er tankt einfach komplett zu viel. Ich mache nicht mal ordentlich Damage. Und er macht mir aber jetzt ordentlich Lebensschaden. Ah, verdammt. Wieder so viel. Ach Mann. Ja, damit gehe ich jetzt ins Schlusslicht. Je nachdem, wie die anderen da jetzt fighten.
Ja, na wohl, ich bin sogar geblieben vom Platz her. Na dann. Gratis. Ja, das nehme ich mal mit. Eigentlich will ich das Level up schon. Muss ich auch. Nee. So. Ah, nee, muss ich gar nicht. Ich habe 10. Ah, okay, dann lasse ich das. Dann lasse ich das. Es wäre wichtig, ja, aber ich lasse es lieber. Weil das eine Gold mehr, das bringt mir momentan viel mehr. Und ich meine, es ist sowieso jetzt eine Botrunde, also ist sowieso alles egal. Ja, wunderbar. Wunderbar. Jetzt noch der zweite Troll. Ogre. Golem. Oder so. Wunderbar. Das ist auch geklärt. Das heißt, Siegesserien können jetzt aufgebaut werden. Ist gut. Das ist gut. Ich will heute nicht wieder so früh verrecken wie in den letzten Folgen. Das war echt bitter. Also so viel Pech in Abfolge, also in einfach in Serie. So viel Pech in Serie ist einfach krass. So. Level Up kann ich immer noch nicht holen, weil ich gerade geshoppt habe. Und die save ich mir jetzt. Weil wenn das Level Up jetzt nicht kommt durch eine Runde, dürfte auch gar nicht, glaube ich, dann hole ich es mir halt. Also per Gold. We can still come back from the last round. Das ist halt echt die Frage, wen ich dann draufstelle. Lykan wäre ganz gut, denke ich. Aber Moloch wäre besser wegen dem Bonus. Aktuell. Ja, da tanken sich irgendwie beide gegenseitig was weg. Also, ja, und jetzt beginnt der Damage. Ja gut, das gewinnt dann er aber sehr deutlich. Oh, okay. Herzen. Okay. King Follower. Mhm. Er ist der König aller Follower. Das müsst ihr euch merken. Also wer ist ein Abonnent von mir? Wäre krass. Wäre halt der König aller Abonnenten. Ja, gehe ich jetzt aufs Level ab. Und stell Moloch auf. Ja. Zauberin, gratis rerollen. Ja moin! Das ist ja... Was ist jetzt los, ey? Was ist denn jetzt los? Ich bekomme hier Einheiten Glück en masse. Also nicht immer und nicht jede Runde, aber dass das so schnell auf 2 geht und so. Ich meine, mit Axt und Stoßzahn, also das ist ja krass gewesen. Und jetzt habe ich einen Stämmig-Bonus und jetzt kriegen sie halt Lebenspunkte, wenn sie töten. Was, denke ich, sehr gut ist. So. Also sie müssen das schon selber töten, habe ich das richtig verstanden? Wenn sie einen Gegner töten, ja, wenn sie selber machen. Okay. Nein! Jetzt, ja, verdammt. Schon wieder Damage. Ich kriege immer nur noch auf die Fresse. Das ist momentan, ist das ein bisschen blöd. Ah, vielleicht wird es noch besser. Hoffe ich mal. Oh ja, alles nicht. Jetzt schon aufs Level abgehen und dann wen darauf. Na, nee. Eigentlich will ich sparen. Ist auch, denke ich, schlauer. Und hier, das gibt mal hier Axt. Magieresistenz und Lebensregeneration. Das ist böse. Weil er einfach tanken soll. Okay. Ja, schlitzt sie mal ein bisschen weg hier. Ah, nein! Ja, gut. Das ist jetzt bitter. Wieder viel Damage. Danke dafür so früh. Es erinnert mich so an die letzten Runden. Aber vielleicht wird heute dann mal ein bisschen besser. Das ist so meine Hoffnung. Yeah.
Aber ich bleib halt immer auf diesem drittletzten Platz. Also das ist immerhin etwas. Ne? Kleine Brötchen muss man backen. Schade. Hätte jetzt gut sein können. Hätte jetzt echt gut sein können. Aber wenigstens habe ich jetzt einen Dämon drauf. Immerhin etwas. Und der Damage kann auch direkt an sie gehen, eigentlich. Weil mehr Damage ist mehr Damage. Und da sie ein Dämon ist, macht sie sowieso mehr Damage als normal. Außer ein Anti-Mage ist da, ist klar. Na, verdammt. Auch hier kriege ich so übelst auf die Schnauze, ne? Nicht mal den Kleinen habe ich jetzt noch getötet gekriegt. Ja, 12 Damage, ey. Danke dafür. Eieiei. Und mit 50 Leben bin ich jetzt... Okay, ich bin immer noch nicht ganz das Schlusslicht. King Follower ist halt einfach noch weiter unten als ich. Könnt ihr jetzt auch auf Techies gehen, ne? Nee, mache ich jetzt nicht. Ich muss Einheiten aufwerten. Einsamer Druide, hallo. Dich brauche ich auf jeden Fall, mein Freund. Dich brauche ich auf jeden Fall. Da ich noch keinen Assassinen drin habe. Also da Sandkönig noch nicht drin ist, kann ich den auch so raufstellen. Bringt aktuell mehr für mich. Ja, wunderbar. Die Botrunden gewinne ich, wa? Ja gut, die sind halt auch nicht mehr... Also gut, irgendwie, wo das Update kam, also 1. August und so, da waren die Botrunden echt schlimm, weil die waren so stark. Und jetzt mittlerweile nicht mehr so wirklich, ne? Nicht mehr so wirklich. Das wäre super gut. Das wäre super gut, weil der beschwört Minions, er beschwört jemanden. Das ist gut. Kann man nicht meckern. Axt. Ich kann ihn nicht mal draufstellen, ah, verdammt. Also ich kann ihn nicht draufstellen auf die Bank, das meine ich. Aber gut, wenn ich jetzt noch eine, wenn ich jetzt noch einmal Axt kriege, dann ist der wenigstens auf 3, immerhin, so, ne? Ja, jetzt bleibe ich da, wegen den 10, also wegen dem einer Zimmer. Oh, ganz viele Assassinen. Das wär, also der hat schon, geht da voll drauf. Und so wie es aussieht, weil er Stoß dann hat, wartet er auch nur noch auf Sandkönig, damit er einen Wildbonus hat. Sieht so aus. Ob es so ist, weiß ich nicht. Aber gut für Wild. Ja doch, könnte er machen. Könnte er machen. Das ist jetzt gemein. Lykan ist... Lykan ist halt gut, aber ich kann ihn jetzt nicht holen, weil dafür müsste ich jemanden verkaufen, den ich nicht verkaufen will. Obwohl, doch, das kann ich nicht. Nee, ich lasse es mal. Ich lasse es mal. Einfach mal ein bisschen sparen. This is gonna be fun. Gegen Visa. Die Kreditkarte unseres Vertrauens. Nicht. Mehr Damage, Leute. Macht mehr Damage. Ja, Axt ist jetzt gut. Das ist jetzt wichtig. Der Bär, der macht jetzt genug Damage und so. Wunderbar. Boah, das war knapp. Wäre das Schiff ein bisschen früher gekommen, dann wäre er halt gestunt gewesen. Also beide wären gestunt gewesen und Krunker hätte einfach das machen können, was er machen kann. So, ne? Also das ist es halt. Ja, ich reroll mal nicht, weil dann kriege ich einfach mehr Gold nächste Runde. Ich denke, bis zur Botrunde kann ich ja mal ein bisschen sparen. Außer es ist jetzt, außer da kommt jetzt Axt oder so, ne? Also das ist, denke ich, klar. King Follower Level 7 erreicht. Also da bin ich der Einzige. Ne, bin ich nicht. Also ich habe gerade gedacht, ich wäre Touch My Tralala, aber der ist auch jetzt auf 7. Okay. Und gegen den muss ich auch gleich ran. Na dann. Mal schauen, wie es wird. Und warum ist sein Chaos Knight da ganz hinten? Ach so, Blitzklinge. Okay. Das ist okay.
muss ich gar nicht mehr aufs Feld schauen. Habe ich letztes Mal, glaube ich, gemacht. Dabei habe ich extra auf sein Feld geschaut, um zu gucken, was er für Items hat. Man kann die Einheit auch anklicken, dann sieht man es. Aber gut, das sind Details, ne? Touchmatralala macht mich jetzt so übel fertig. Der Bug ist noch irgendwie. Der bleibt irgendwie drin, so, ne? 10 Damage, ja, das ist böse. Gratis Reroll, das nehme ich immer gerne mit. Und jetzt kommt sowieso. Ne, es ist noch Runde 19, okay. Es ist noch Runde 19. Das heißt, die Runde kann ich jetzt noch sparen, dann die Bot-Runde und dann, ja. Aber gratis Rerollen ist halt gratis Rerollen, so, ne? Haben oder nicht haben. Aber gegen den haben wir ja schon zweimal verloren jetzt. Ja. Schauen, wie es jetzt aussieht, ne? No. Moloch, direkt tot. Was ist denn los? Ja. Da macht er halt AOE-Schaden, was für mich böse ist. Ja, Königin der Pein, du schaffst es jetzt auch nicht mehr gegen die vier Leute da. Ne, Minion da, aber ist in der vier. Wie viel Damage ist es? Kriege ich gar nicht angezeigt. Okay, danke dafür. Ich habe jetzt 32, das müsste 8 gewesen sein dann, ne? Mhm. Bärenfalle, mhm. Na, was ist dabei? Nichts Wichtiges. Gratis Rerollen. Axt ist auf 3. Gut. Das war wichtig. Das war jetzt echt wichtig. Dann kann ich die beiden hier auch mal tauschen. Nee. So. Pom, pom. So, dann gib mir mal die Bärenfalle. Mal schauen, wie sich die Kombination da jetzt schlägt gegen. Bin gespannt. Alter. Die einfach durchgehen, wie es ja einfach nicht juckt. Nein! Oh, oh, okay, das ist ein Unentschieden. Ist ein Unentschieden, obwohl ich früher gestorben bin als er eigentlich. Unentschieden, okay, gut. Haha. Gegen eine Bot-Runde Unentschieden machen, das ist auch so eine Kunst für sich. Angriffsschaden oder blocken. Ja, meine Leute sollen mehr tanken können. Das ist definitiv ganz gut. Die paar Tanks, die ich habe, sollen es auch können. Hallo Moloch. Das ist halt wirklich Glück. Aber gut, das habe ich auch ein bisschen verdient nach den letzten Runden, muss ich ja ehrlich gesagt sagen. Lykan, und den habe ich nicht mal drauf. Stelle ich jetzt drauf. Das ist mir so egal jetzt. Oh, sorry, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Aber auch okay. Stoßzahn. Ja, es geht auch Richtung 3, ne? Gegen Having Fun. Mhm. Mit Lykan habe ich jetzt auch einen weiteren Tank. Davon mal ganz abgesehen. Wildes Durcheinander. Das ist jetzt total ausgeglichen, würde ich sagen. Obwohl, naja, das wird jetzt wieder überrannt. Ja. Wunderbar. Jetzt kommen hoffentlich die Siegesserien. Hoffe ich. Weil jetzt habe ich hier dem Typen auch echt Damage gemacht. 14 Schaden, das ist viel. Hm. Ich brauche Lykan nicht mal tauschen, ne? Also der ist ganz gut da hinten. Geht er in Lücken rein, wo er reingehen kann. Leben, ey. Und der erste hat 81. Ja, Top-Platzierung wird schwierig, aber möglich. Möglich ist es, ja. Aber schwierig. King Follower. Okay. Ja, zwei Leute auf 3. Okay, krass. Ich habe Axt ja nur auf 3. Meine Druiden machen sich gegenseitig hoch, aber. Naja. Oh, das war jetzt böse von dem Destructor, müsste es ja gewesen sein. Aber jetzt werden es einfach zu viele. Und das gibt ihm Damage hier, dem King Follower. Wo ist er denn? Er hat 4 Leben, das überlebt er nicht. Außer er hat den Stein. Hat er den Stein? Nein, hat er nicht. Das heißt, King Follower haben wir gerade rausgekegelt. Gut. Wunderbar.
Und ich setze mich jetzt mittlerweile dem unteren Feld ab. Also das ist ganz gut. Nee, ich brauche gar nicht rerollen im Prinzip. Weil alles momentan auf 2 ist. Außer der einsame Druide, der auf 2 geht wegen Druidenkrams. Er müsste auf 3 gehen und ihn müsste ich eigentlich nur raufkriegen. Gemeinsam mit Sandkönig. Der Sandkönig taucht nicht mal auf. Ja, Sandkönig wäre jetzt super gut, eigentlich. Und ich kann halt so lange sparen, bis ich halt Level 9 erreicht habe. Obwohl, Sandkönig wäre dann ja die 10. Einheit. Aber den stelle ich auf jeden Fall früher rauf als Kopfgeldjäger. Weil der ist halt einfach... Der macht den Wildbonus voll, ne? Ja, wieder so ein wildes Durcheinander. Aber auch das ist leider ausgeglichen jetzt noch. Ja, jetzt nicht mehr. Okay. Gut. Ist nicht viel Damage, was ich ihm jetzt mache, aber es ist Damage. Ja, obwohl, 9 Schaden sind 9 Schaden. Das ist für seine geringe Lebenspunktanzahl ist das böse. Und ich habe auch hier Splurk. Den habe ich auch kaputt gemacht. Also mein Klon hat das gemacht. Wunderbar. Jetzt habe ich die nächste Einheit auf 3. Kopfgeldjäger ist wichtig. Einsamer Druid ist auch wichtig. Okay, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. So, gegen wen darf ich ran? Gegen Visa? Also es ist nur ein Klon, okay. Also eigentlich müsste ich das gewinnen, weil ich mache ihm nicht mal Damage. Also, es wäre halt schade. Es wäre halt schade, wenn er jetzt gewinnt. Aber sieht nicht so aus, ne? Momentan scheine ich ungeschlagen zu sein. Momentan, aktuell. Also, wer weiß, wer ist Visa denn? Visa ist der Erste, der war top, also auf jeden Fall. Ja, okay, Salada, raste doch noch mehr aus. Ne, es lag mal nicht. Wie der einfach durchgemetzelt hat. 5 Schaden. Das ist halt bitter. Von einer Einheit, die einfach meine 2 Tanks komplett wegschlitzt. Na, schade. Gut. Brauche ich beide. Spare ich aber, weil 20 und so. Ah, wegen den Zinsen. Wegen den Zinsen macht man das. Schauen, wie es gegen die Vögel läuft. Es ist halt, wie die alle im Ausläufen. Es ist halt super stressig. Ja, wunderbar. Gut. Das ist gut. So, was sind jetzt die Items? Darauf kommt es jetzt ein bisschen an. Das ist gut für Venomaten. Das ist noch besser für ihn hier. You need a healer. Gut. Brauche ich nichts von. Also, lass ich's. Ja, ich denke, das passt ganz gut, ne? Also, plus 400 Lebenspunkte, das kann er sowieso gebrauchen. Verlangsamt bei Angriffen das Angriffstempo der... das Bewegungstempo. Und das Angriffstempo. Das ist, denke ich, ganz gut. Für Moloch. Oh, Anti-Mage auf 3, okay. Den Splurk, den habe ich ja, fertig gemacht, als er gegen den Boden gekämpft hat. Schauen, wie es jetzt aussieht. Ja. Ja, Salada ist halt böse. Slag. Salada gehört mit in die Kombi von Slag. Also irgendwie ist halt schuppig beides, ne? Ja, okay. Das ist aber Damage jetzt. Der Komm. Das muss jetzt richtig böse sein für ihn.
Autsch, das hat weh. Aber sowas von. Hoffe ich auch für dich. 16 Schaden. Ja, das ist richtig so. Schön in die Visage. Aber er ist halt immer noch deutlich über mir. Auch die ersten beiden sind halt noch deutlich über mir. Ja, ist aber noch nicht mal drauf. Und er wird die 10. Einheit. Also, weil wenn Sandkönig kommt, dann kommt er auch rauf und nicht er. Ja, schade. Anstatt mir so viel von den Kopfgeldjägern zu geben, soll er mir immer Sandkönig geben. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt rauskegeln. Das wäre super gut. Hat er einen Aegis? Nee. Ich hoffe, ich besiege ihn und mache ihn richtig Damage. Weil umso mehr Leute ich jetzt früher rauskegel, desto weniger wird die Konkurrenz. Also von der Anzahl her. Ja, das sind aber keine 13 Damage. Dürften es nicht sein. Nee, müssten keine 13 Damage sein. Ah, vielleicht. Wegen Rundenschaden könnte es sein. Nee, ja, okay, es waren 11. Ja, schade. Hätte jetzt noch eine Einheit überlebt, hätte jetzt hier Stoßzahn noch überlebt gehabt, dann wäre er tot gewesen. Aber gut, man kann ja alles haben. Und jetzt lasse ich jetzt auch 31. Ja, das ist ganz gut. Und momentan habe ich das meiste Geld, ne? Ja. Und ich muss nicht mal irgendwie das Geld ausgeben, das ist der Punkt. Alle geben es jetzt aus, außer Visa. Und hier unten der Nygen, also der Vietnamese, denke ich mal, ist ja ein vietnamesischer Nachname. Wenn es dann doch kein Vietnamese ist, tut es mir leid. Okay, jetzt ziehen wir das durcheinander noch, leider. Eine Visa wäre ein Sieg jetzt wichtig, dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall mir um den Top-Bereich keine Sorgen machen muss. Und so wie es aussieht, gewinne ich auch gegen den. Okay, ich muss mir um den Top-Bereich wirklich keine Sorgen machen. Das ist sehr gut. Also, das ist super. Okay, bei Tixki oder so. Das bei dem 64er hier. Da müsste ich mir nochmal Sorgen machen. So, meine Macht wächst. Einfach mal ein bisschen Angst verbreiten und so. Ja. Splash. Das ist mein kleiner Erzfeind, muss ich sagen. Weil er verliert halt. Oh, er hat jetzt Medusa drauf. Hat er die schon immer drauf gehabt? Ich glaube nicht, ne? Medusa ist neu. Und das ändert nichts. So wie es aussieht, ändert es überhaupt nichts. Das ändert gar nichts. Gut. Damage. Ja, ouch, das hat weh. Aber sowas von. Ich hoffe, du hast da keinen Spaß dran. 14 Schaden. Ei. Und jetzt? Jetzt hebe ich mich ab, weißt du, weil hier, ne, 31, 45 ist nicht mehr so weit weg von 27. Okay, 45 ist schon doch weit weg, aber es ist, denke ich, klar, was ich gemeint habe. Hallo? Moloch, nee, Blut, ja. Ist eigentlich nicht so das, was ich brauche. Nehme ich natürlich auch mit. So, und jetzt noch einmal. Lykan, okay. Dinos. Ich bräuchte langsam mal Sandkönig, also müsste auch schon langsam kommen, also oder nicht? Ich meine, wenn ich den einsamen Druiden komme, der ist ja auf demselben. Wie ich da null Damage mache, absolut gar. Obwohl, der eine jetzt. Ja, der zweite. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit vielleicht. Wo? Ja, gut, okay, gut. Wunderbar. Die Dinos, also es war jetzt ein bisschen knapp, aber. Dennoch gewonnen. Kann ich ja nicht meckern. Ich bin der Einzige, der das gewonnen hat. Oh, wow.
Magieresistenz. Nee, Angriffsschaden. Das, ich brauche mehr Damage. Mehr Damage ist mehr Damage. Sage ich immer wieder. Ja, spare ich mal wieder. Ich kann es mir leisten. So, wer ist der nächste Gegner? Ich hoffe Tixi. Oder Tixi. Ja, wunderbar. Wenn ich gegen den jetzt gewinne, dann ist gut. Wenn nicht, dann müsste ich mir ein bisschen überlegen, was ich halt. Also dann müsste ich hoffen, dass ich Einheiten Glück oder Sandkönig kriege. Sein Shadowfiend und Razor, das ist halt böse. Das hat mich wahrscheinlich die anderen Male auch kaputt gemacht. Hm, okay. Ist ausgeglichen. Na, leider nicht. Er gewinnt ganz, ganz knapp. Er gewinnt knapp, weil er halt einfach seine zwei Leute hier auf drei hat, die gerade eben die Kombi so stark machen. Razor macht sein AOE und Shadowfiend halt auch. 12 Schaden? Woher denn 12? Hat er ein Item dafür oder sowas? Ne, hat er nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob es das Item noch gibt. Hallo. Ich weiß wirklich nicht, ob es das Item noch gibt, aber wenn ja, wäre das böse. Try to pair me up with positive people, okay? Ja. Ja, Visa hat keine Chance. Visa ist eigentlich unterlegen gewesen, die ganzen Male. Außer er hat jetzt irgendwas Krasses geändert. Nee, hat er nicht. Okay. Wozu geht er jetzt auch auf einsamen Druiden und sowas? Wo ist Visa? Da unten. Also es war sowieso nur ein Klon. Okay, alles klar. Okay, Kunker auf 2. Ja, moin. Berichte ich mit Hut und so. Er hat Assassinen und Wild. Ja, Assassinen und Wild. Okay. Macht Sinn. Ich denke, einsame Druide, du kannst dich wieder woanders hin verziehen, weil wenn ich sie auf 3 habe, dann bist du ja auch auf 3. Wegen dem Druiden-Gedöns, ihr wisst es. Wo bleibt Sandkönig? Wo ist der? Also, der ist ja. Also, der muss ja ultra selten. Wieder gegen Tixi. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Weil er könnte mir genug Damage machen. Obwohl, nee, jetzt diesmal diese Runde nicht. Diese Runde verliert er. Warum? Warum verliert er? Warum verliert er das jetzt? Habe ich irgendwas bei mir geändert? In der Aufstellung? Ist bei mir irgendwas Level abgegangen, ohne dass ich es wusste? Ja, doch, mein... okay. Coole Dings. Mein Dingens ist Level 2 gegangen. Mein einsamer Druiden, glaube ich. Das war der einzige Unterschied, aber ich glaube, das macht ja nichts. Es hat ja denn keinen Unterschied gemacht, weil der war ja sowieso auf 2. Hm. Gut, jetzt sind beide auf 3. Das ist ja das Gute. Das ist ja das Tolle an Druiden-Bonus. Venomat, hallo. Und jetzt sparen einfach mal. Einfach mal sparen. So, da kannst du hin. Leider. Oh, ich bin jetzt sogar Erster. Mensch. Und jetzt TXG. Wieder. Gut, jetzt müsste er aber deutlich verlieren. Weil ich habe 2 Leute mehr auf 3. Jetzt müsste er wirklich deutlich verlieren. Das Gewusel kenne ich irgendwoher. Das war für mich nie gut. Jawohl. Ja, okay. Das Duell der Minions hat's geregelt. Er kriegt dadurch kein Damage. Ach man. Das ist spannend. Gegen den ersten Tixi, den Tixki, ist das super spannend.
Sandkönig, hallo. Oh, mein Goodness. Rauf mit dir. Jetzt der Wildbonus voll. Was bringt der genau, der volle Wildbonus? Verbündete Wilde verfügen über Angriffe auf seine Blumenfänge. Okay. Ja, das jetzt hier krass ist. Weiß ich nicht. Funktioniert ja scheinbar. Funktioniert ja scheinbar. Ich war im Schlusslicht und bin jetzt top. Also das ist... Kann ich nie meckern. Es funktioniert ja scheinbar. Auch wenn das mit diesem Blutungseffekt ist, ja, gut, ne? Naja, es funktioniert, also ich will da gar nicht meckern. Es funktioniert, also... Ja, Damage für Dingens ist wichtig, weil er ist ja ein Assassine, er muss weinen. Und Damage machen, er ist auch auf 1, also von daher ist es nicht verkehrt. Okay, ich brauche eigentlich nichts ändern. Die beiden, die gehen jetzt shoppen. Und hier, er hat halt jetzt 10 Einheiten, ne? Also muss man aufpassen. Und er hat halt ganz viele Assassinen. Das könnte böse sein. Mal schauen. Eigentlich müsste ich jetzt mal gegen ihn ran und nicht wieder gegen Tixi. Ja. Mal schauen, wie es wird gegen ihn. Ich könnte ihn jetzt rauskegeln. Oder er macht mir Damage. Ja, das ist jetzt wirklich durch den... Obwohl, das gefällt der ja aber super deutlich. Aber ich gehe damit nicht auf 0. Also er macht mir mehr als 15 Damage, aber... Ne? Aegis verhindert's. Ja, Aegis verhindert's. 21 Damage hätte er mir gemacht. Das ist böse. Ja. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal gegen den ran. Es wäre schade. Es wäre schade, dann wäre ich raus damit. Ah, verdammt. Gegen seinen Klon auch noch. Ja, das wilde Gewusel fängt jetzt an. Er macht halt mit seinen Assassinen so viel Damage. Ja, schade. Schade, schade. Gegen Klone verliert man Leben, ne? Das ist, denke ich mal, so. Ja, okay. 21 Damage wieder. Und ja, Tixi ist, glaube ich, auch gerade ausgeschieden. Aber immerhin, dritter Platz. Ich steige hier gar nicht auf, also plus 0. Das heißt, wenn ich überhaupt aufsteige, muss ich Platz 2 oder... Ich bin sogar Zweiter geworden. Das heißt, um aufzusteigen, müsste ich Erster werden. Das heißt, der Schmugglerrang generell ist schon eine Hausnummer. Also, dass ich hier einen Rang höher war, sagt schon viel darüber aus, wie oft ich gewonnen habe, denke ich mal. Also, ja, ich war nur einen Millimeter vom ersten Platz entfernt, aber es ging an den Assassinenboy. Und ja, also war eine krasse Runde, war wieder intens und war echt spannend. Also, ich hoffe, es hat euch auch so gefallen wie mir. Also, krass. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ciao.